So, meine lieben Freunde, es geht weiter mit Biedermann und die Brandstifter von Max Frisch. Es wurde allerdings auch schon allerhöchste Zeit, muss ich sagen. Ja, war ja schon viel früher versprochen. Aber ich fange jetzt einfach mal an. Ich check noch kurz den Ton und dann geht's los. Szene 3. Dachboden. Schmitz, immer im Kostüm des Ringers. Und der andere, der seinen Frack ausgezogen hat und nur die weiße Weste trägt, sind dabei, Fässer in den Estrich zu rollen, Fässer aus Blech, so wie zum Transport von Benzin üblich sind. Alles so leise wie möglich. Beide haben ihre Schuhe ausgezogen. Leise. Leise. Und wenn er auf die Idee kommt und die Polizei ruft? Vorwärts. Was dann? Langsam. Langsam. Halt. Sie haben das Fass zu den anderen gerollt, die schon im Dämmerdunkel stehen. Der andere nimmt Putzfäden, um sich die Finger zu wischen. Wieso soll er die Polizei rufen? Wieso nicht? Weil er selber strafbar ist. Guru, Guru. Hier steht, man hört Gurren von den Tauben. Es ist leider Tag. Wir gehen schlafen. Er wirft die Putzfäden weg. Jeder Bürger ist strafbar, genau genommen, von einem gewissen Einkommen an. Mach dir keine Sorge. Er klopft an der verriegelten Tür. Aufmachen! Aufmachen! Es poltert und rüttelt. Das tönt aber nicht nach Frühstück. Aufmachen, sag ich, sofort! So war er noch nie. Es poltert mehr und mehr. Der andere zieht seinen Frack an. Ohne Hast, aber flink. Er zieht die Krawatte zurecht und wischt sich den Staub ab. Dann öffnet er die Tür. Eintritt Biedermann im Morgenrock, wobei er den neuen Gesellen, da dieser hinter der aufgehenden Tür steht, nicht bemerkt. Herr Schmitz! Guten Morgen, Herr Biedermann, guten Morgen. Hoffentlich hat Sie das blöde Gepolter nicht geweckt. Herr Schmitz! Soll nie wieder vorkommen. Sie verlassen mein Haus! Pause. Ich sage, Sie verlassen mein Haus! Wann? Sofort! Wieso? Oder meine Frau? Ich kann und werde es nicht hindern. Ruf die Polizei. Und zwar sofort. Pause. Worauf warten Sie? Schmitz, stumm, nimmt seine Schuhe. Ich will keine Diskussionen. Ich sag ja gar nichts. Wenn Sie meinen, Herr Schmitz, ich lasse mir alles gefallen, bloß weil Sie ein Ringer sind. Ein solches Gepolter die ganze Nacht. Er zeigt mit ausgestrecktem Arm zur Tür. »Hinaus! Hinaus, sag ich! Hinaus!« Schmitz spricht zum anderen hinüber. So war er noch nie. Biedermann dreht sich um und ist sprachlos. »Mein Name ist Eisenring.« »Meine Herren!« »Wilhelm Eisenring.« »Wieso, meine Herren? Wieso sind Sie plötzlich zwei?« Schmitz und Eisenring blicken einander an. »Ohne zu fragen!« »Siehst du. Was soll das heißen?« »Ich hab's dir ja gesagt. Das macht man nicht, Sepp. Du hast kein Benehmen.« »Ohne zu fragen. Was ist das für eine Art? Plötzlich sind wir zwei.« »Ich bin außer mir!« »Siehst du.« Er wendet sich an Biedermann. »Ich hab es ihm gesagt.« Er wendet sich an Schmitz. »Habe ich es dir nicht gesagt?« Schmitz schämt sich. »Was stellen Sie sich eigentlich vor, meine Herren? Schließlich und endlich, meine Herren, bin ich der Hauseigentümer. Und ich frage, was stellen Sie sich eigentlich vor?« Pause. »Antworte, wenn der Herr dich fragt.« Pause. »Der Willi ist doch mein Freund.« »Was weiter?« »Wir sind zusammen in die Schule gegangen, Herr Biedermann, schon als Kinder.« »Und?« »Da habe ich gedacht...« »Was?« »Da habe ich gedacht...« Pause. »Nichts hast du gedacht.« Er wendet sich an Biedermann. »Ich verstehe Sie vollkommen, Herr Biedermann. Alles, was recht ist, aber schließlich und endlich...« Er schreit Schmitz an. »Meinst du eigentlich, ein Hauseigentümer braucht sich alles gefallen zu lassen?« Er wendet sich an Biedermann. »Der Sepp hat Sie überhaupt nicht gefragt?« »Kein Wort!« »Sepp!« »Kein Wort!« »Und dann wunderst du dich, wenn man dich auf die Straße wirft.« Er schüttelt den Kopf und lacht wie über einen Dummkopf. »Es ist nicht zum Lachen, meine Herren.
Es ist mir bitterernst, meine Herren. Meine Frau ist herzkrank. Siehst du. Meine Frau hat die halbe Nacht nicht geschlafen. Wegen dieser Polterei. Und überhaupt, was machen Sie da eigentlich? Er sieht sich um. Was zum Teufel sollen diese Fässer hier? Schmitz und Eisenring sehen dahin, wo keine Fässer sind. Hier, bitte, was ist das? Er klopft auf ein Fass. Was ist das? Fässer. Wo kommen die her? Weißt du's, Willi, wo sie herkommen? Import, es steht drauf. Meine Herren! Irgendwo steht's drauf. Eisenring und Schmitz suchen die Anschrift. Ich bin sprachlos. Was stellen Sie sich eigentlich vor? Mein ganzer Dachboden voll Fässer. Gestapelt, geradezu gestapelt. Ja, eben. Was wollen Sie damit sagen? Der Sepp hat sich verrechnet. 12 auf 15 Meter. Hast du gesagt, und dabei hat er keine 100 Quadratmeter, dieser ganze Dachboden. Ich kann meine Fässer nicht auf der Straße lassen, Herr Biedermann. Das werden Sie verstehen. Nichts verstehe ich. Schmitz zeigt eine Etikette. Hier, Herr Biedermann, hier ist die Etikette. Ich bin sprachlos. Hier steht's, wo Sie herkommen. Hier. Einfach sprachlos. Er betrachtet die Etikette. Unten. Anna führt einen Polizisten in die Stube. Ich werde ihn rufen. Sie geht und der Polizist wartet. Biedermann. Benzin. Unten. Anna kommt nochmals zurück. Und wobei handelt es sich, Herr Wachtmeister? Geschäftlich. Oh, nee, das war ja der Polizist. Wie spricht denn ein Polizist? Geschäftlich. Geschäftlich. Anna geht und der Polizist wartet. Oben. Ist das wahr, meine Herren? Ist das wahr? Was? Was auf dieser Etikette steht? Er zeigt Ihnen die Etikette. Wofür halten Sie mich eigentlich? Das ist mir noch nicht vorgekommen. Glauben Sie eigentlich, ich kann nicht lesen? Sie betrachten die Etikette. Bitte. Er lacht, wie man über eine Unverschämtheit lacht. Benzin. Er spricht wie ein Untersuchungsrichter. Was ist in diesen Fässern? Benzin. Machen Sie keine Witze. Ich frage zum letzten Mal, was in diesen Fässern ist. Sie wissen so gut wie ich, dass Benzin nicht in den Dachboden gehört. Er fährt mit dem Finger über ein Fass. Bitte, da, riechen Sie selbst. Er hält Ihnen den Finger unter die Nase. Ist das Benzin oder ist das kein Benzin? Sie schnuppern und blicken einander an. Antworten Sie. Es ist. Es ist. Eindeutig. Sind Sie eigentlich wahnsinnig? Mein ganzer Dachboden voll Benzin. Drum, Herr Biedermann, rauchen wir auch nicht. Und das, meine Herren, in dieser Zeit, wo man in jeder Zeitung, die man aufschlägt, gewarnt wird. Was denken Sie sich eigentlich? Meine Frau bekommt einen Schlag, wenn sie das sieht. Siehst du. Sagen Sie nicht immer, siehst du. Das kannst du deiner Frau nicht zumuten, Sepp. Eine Hausfrau. Ich kenne die Frauen. Anna ruft im Treppenhaus. Herr Biedermann! Herr Biedermann! Biedermann macht die Türe zu. Herr Schmitz, Herr Eisenring. Wenn Sie diese Fässer nicht augenblicklich aus dem Hause schaffen, aber augenblicklich, sage ich. Dann rufen Sie die Polizei. Ja! Siehst du. Anna ruft im Treppenhaus. Herr Biedermann! Das war mein letztes Wort. Welches? Ich dulde kein Benzin in meinem Dachboden. Ein für allemal. Ich dulde es nicht. Es klopft an der Tür. Ich komme. Er öffnet die Tür, um zu gehen, und eintritt ein Polizist. Da sind Sie ja, Herr Biedermann. Da sind Sie ja. Sie brauchen nicht herunterzukommen. Ich will nicht lange stören. Guten Morgen. Guten Morgen. 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 Boah, konnte man das jetzt unterscheiden, so von den Charakteren her? Naja. Schmitz und Eisenring verneigen sich. Es handelt sich um einen Unfall. Um Gottes Willen. Ein alter Mann, dessen Frau behauptet, er habe bei ihnen gearbeitet, als Erfinder, hat sich heute Nacht unter den Gashahn gelegt. Er sieht in seinem Notizblüchlein nach. Knechtling Jonathan, wohnhaft Rosgasse, Rossgasse, Rossgasse 11. Er steckt das Büchlein ein. Haben Sie einen solchen gekannt? Ich. Vielleicht ist es Ihnen lieber, Herr Biedermann, wenn wir unter vier Augen... Ja. Geht die Angestellte nichts an? Nein. Wenn jemand versucht, meine Herren... Wenn mich jemand sucht, meine Herren, ich bin bei der Polizei. Verstanden? Ich komme sofort. Schmitz und Eisenring nicken.
Herr Biedermann, gehen wir. Was haben Sie in diesen Fässern da? Ich? Wenn man fragen darf. Haarwasser. Er blickt zu Schmitz und Eisenring. Hormoflor. Die Männerwelt atmet auf. Hormoflor. Versuchen Sie es noch heute. Sie werden es nicht bereuen. Hormoflor, Hormoflor, Hormoflor. Der Polizist lacht. Ist der tot? Biedermann und der Polizist gehen. Eine Seele von Mensch. Hab ich's nicht gesagt? Aber von Frühstück kein Wort. So war er noch nie. Eisenring greift in seine Hosentasche. Hast du die Zündkapsel? Schmitz greift in seine Hosentasche. So war er noch nie. So, da käme jetzt noch der Chor. Den mache ich allerdings nächstes Mal vorneweg, würde ich sagen. Weil sich auch meine Stimme so langsam verabschiedet. Ich hoffe, die kleinen Versprecher haben euch jetzt nichts ausgemacht. Ich würde das Projekt einfach so schnell wie möglich und so zeitunaufwendig wie möglich durchbekommen. Es tut mir wirklich leid, dass ich das nicht so schnell geschafft habe, aber man muss einfach gucken, wie man mit der Zeit hinkommt. Schreibt's mir mal in die Kommentare, ob das mit den Versprechern drin okay ist oder ob ich die doch lieber rausschneiden soll. Weil so brauche ich jetzt wirklich nur die Zeit, die ich aufwenden muss, um das Ganze einzulesen. Und das ist eigentlich schon Arbeit genug. Aber ich mache mir gerne mehr Arbeit, wenn das gewünscht ist. Nur kann ich mir vorstellen, für die Leute, die es für die Schule brauchen, zur Unterhaltung tut sich das wahrscheinlich eh keiner auf YouTube an. Für die Leute, die es für die Schule brauchen, reicht's wirklich so. Ja, und wir sind jetzt gut bei der Hälfte, ungefähr bei der Hälfte des Buches. Das heißt, es kommt auch nicht mehr so viel dazu. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge Biedermann oder bei KOTOR oder bei Let's Fail Together. Beziehungsweise ihr hört mich, ich sehe euch ja nicht. Aber bis dahin auf jeden Fall ein gesegnetes Tschüssikowski. Tschaußen.